Es ist nicht so, liebe Schwestern und Brüder, als brauchten wir ständig neue Impulse. Man kann das auf den kirchlichen Webseiten im Moment beobachten. Da gibt es dann oft jeden Tag einen neuen Fastenimpuls. Die Heilige Schrift geht anders vor. Sie gibt uns immer den gleichen Impuls. Christus selber, der weiß, was im Menschen ist. Er kennt uns so, dass wir auch heute im Grunde genommen nur eine Vertiefung dessen erfahren, was immer das Gleiche ist, was das Leben als Mensch ausmacht und das geistliche Leben ausmacht. Der Prophet Jeremia wird nicht müde, es immer wieder zu sagen. Hört doch, hört doch. Nun werden wir vielleicht einwenden, natürlich, wir hören ja, aber wir hören auf alles Mögliche und auf alle Mögliche. Zuvorderst möglicherweise auf uns selbst. Aber mit dem Hören allein ist es nicht getan. Wir sollen auf die Stimme Gottes hören. Wie macht man das? Wie kann man die Stimme Gottes erfahren? Wohin wendet man sich, um diese Stimme zu hören? Wir sehen die Verwirrung, die auch angesichts der Wundertaten Jesu selber entsteht. Dass man mit dieser ungeheuerlichen Unterstellung an ihn herantritt, zumindest den Gedanken. Wie macht er das denn wohl? Statt die Schlüssigkeit, dieser Schlüssigkeit der Handlung Jesu zu folgen, weil er ganz in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes lebt, handelt, redet. Es gibt nicht eine einzige Abweichung. Es ist eine vollkommene Deckungsgleichheit. Und das ist nicht nur irgendwie ein großes Vorbild, sondern das ist der Sinn des Lebens, in dieser Spur zu gehen. Aus den Vätern gibt es zwei kleine Begebenheiten und Worte, die uns vielleicht helfen können. Das eine ist zunächst der positive Zugang. Ein Bruder fragte einen Alten: Was muss ich tun, Vater, um die Gedanken zu bekämpfen, die aus den Leidenschaften kommen? Er antwortete: Bitte den Herrn, dass die Augen deiner Seele die Hilfe Gottes sehen, die den Menschen umgibt und bewahrt. Auch diese Wahrnehmung hat mit dem Hören zu tun, mit dem geistlichen Hören. Zu sehen, dass Gottes Hilfe da ist, dass sie uns umgibt und bewahrt, immer. Wir sind keinen Augenblick ohne. Und das Zweite. Ein Bruder fragte einen Alten: Was soll ich tun, denn meine Gedanken verwirren mich? Er antwortete: Sag ihnen, was kümmert mich das? Was habe ich mit euch zu tun? Und du wirst Ruhe haben. Sei verachtet. Wirf deinen Willen hinter dich. Sei nicht beunruhigt. Und die Gedanken fliehen weit von dir. Wie schnell kehrt sich dieses Hören, auch das geistliche Hören, nach innen und wir hören nur uns selber. Und denken gleich, der Heilige Geist spricht eins zu eins zu uns. Dabei ist es nur unser Ding, was wir machen wollen. Es ist unsere Stimme, die alles andere übertönt. Hier gibt es in diesem kleinen Wort eine wunderbare Kombination, um das zu prüfen, aber es ist vielleicht die schwierigste. Was kümmern mich diese Gedanken, all diese Stimmen? Auch die Stimmen, die von außen an mich herangetragen werden. Wie wirke ich? Wie bin ich? Was denken die anderen von mir? Was habe ich mit solchen Gedanken zu tun? Schick es weg und du wirst Ruhe haben. Sei verachtet. Wirf deinen Willen hinter dich. Das ist die beste Ausgangsbasis, den Willen dessen zu tun, wie es Jesus von sich sagt. Ich bin gekommen, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat.